Guten Morgen. Ja, was denn? Was habe ich gehört? Ich sage jetzt ein Tu-Wort. Ich tue schreien. Ich tue schreien tun. Machen. So reden ja wirklich manche Leute. Ne? Furchtbar. Ja. Heute ist Auktionsdienstag. Ich schau mal, ob der Dennis vor der Tür steht. Ach, der wollte mitkommen? Eventuell. Wenn er vor der Tür ist, kommt er mit. Wenn nicht, dann nicht. Wahrscheinlich dann nicht da. Ist ein bisschen früh. Jo. Na, bis gleich. Manchmal muss man auch Repo-Man spielen, sozusagen. Muss die Sachen zurückholen, weil ich meine, so ein Rad zu verlieren kostet mich 400 Euro. 380 das Rad, 29 Euro, war 30 Euro mittlerweile, war 31 Euro das Schloss. Geht natürlich nicht. Kann ich mir nicht erlauben. Wie soll ich denn das machen? Ich kann ja nicht so eine Räder einfach verschenken. Deswegen zurückholen. Und jetzt zur Rechnung stellen. Ganz einfach. Ganz simpel. Mal per E-Mail schreibe ich ihm. Pass auf, Kollege. So und so sieht's aus. Das Rad habe ich mir wieder zurückgeholt. Ich brauche einen Schlüssel. Oder wahlweise 20 Euro für den Schlüssel. Kommt mit einer Laune hier an, als hätte man ihm den Arbeitsplatz weggenommen gerade. Unglaublich! Da werde ich mich aber mal beschweren, aber so was von. Was ist da mit dem los? So, egal. Hurra, hurra, der Draht ist da. Edelstahl. Draht. Draht ist gut. Wieder eine Kiste. Und dann habe ich noch bekommen, für die gute Frau, erst mit dem Kettler anrad. Wir sehen ja nicht, ob er das ist, ja, der müsste ja auch bald kommen. Ja. Ich weiß, das Video ist noch nicht online jetzt im Moment, aber es kommt dann um 11 Uhr, kommt der Kollege mit dem frischen Schnitt. Und dann werde ich ihn hochladen. Gestern hier, wie gesagt, Hinterrad, defekt, Kettler anrad. Da machen wir jetzt ein Kettler Stahlrad draus, weil da machen wir was Stabiles drin. Stahl, Edelstahl mit so doppeldicke Speichen hier, so eine extra verstärkt. Die beugt da ein. Schon 11.07 Uhr. Jetzt wird es Zeit, weil ich natürlich das auch hochladen muss irgendwie. Kannst natürlich auch wieder alleine schneiden eigentlich. 11 Uhr schlafen, das ist natürlich Luxus, ne? Muss man auch dazu sagen. Oder? Das kann sich nicht jeder leisten. Also ich nicht. Aber egal. Wo ist er denn, Mensch? Wo bleibt er denn? Der gibt's ja gar nicht. Schon da. Ja, super. Komm ich da unten? Ja. Hallo. Ja. Ah, Kamera läuft. Kamera läuft immer, ja, weißt du. Hallo. Hm. Ich habe etwas mitgebracht. Können wir gucken? Ja, mal kurz mal gucken. Ja. Wie möchtest du? Ich kann dir hier die Karte lassen oder kann ich dich schauen? Wie möchtest du? Du musst ja eh jetzt arbeiten, ne? Muss ich, aber in 20 Minuten, also wir haben Zeit dafür zu gucken, ja, aber wenn du viel Arbeit hast, kann ich die Karte lassen. Egal. Na, du, lass mir die Karte da, ich habe ja Computer, habe ich auch mitgebracht jetzt. Ah, du hast auch, Ja, ja, ich habe jetzt hier klein hier. Sehr dann, gut. Mit dem kann ich auch hochladen, dann weißt du gleich, weil es muss ja hochgeladen werden. Naja, genau. Kann ich auch heute schneiden oder möchtest du das machen? Ich weiß nicht, wie du willst. Ich kann machen. Ja. Das ich gehe nur ins Cinema heute. Mann, du hast jeden Tag ein Programm. Naja, am Abend muss ich das hier ausnutzen, ja. Also das ist ja Wahnsinn, ey. Nein, ich
In Berlin Kultur ist dann Hauptstadt Europas, ja? Ja. Also. Aber es muss ja heute, eigentlich muss es immer nachts hochgeladen werden. Jetzt ist schon zu spät eigentlich, weißt du? Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Naja, ich das schaffe. Aber ich komme um 1 Uhr, ja. Oder so, um 1 Uhr morgens. Weil, gestern habe ich das ja 4 Stunden gemacht. Was? Warum? Naja, weil es zu viel Gespräche. Man muss das gucken und... Naja, wenn das... Ich muss mal gucken, was heute... Vielleicht mache ich heute mal... Egal. Wie möchtest du das? Dann gucken wir... Du bist ein Arbeitgeber. Weißt du, jetzt mittlerweile... Also bei mir dauert es wirklich 1,5 Stunden. Egal wie lang. 1,5 Stunden? Ja. Du machst schnell. Ja, ich kann auch schnell machen. Muss ich aber nicht alles gucken. Ja, ja. Ja. Naja, ich... Muss man sehen. Ja, das ist gut. Also. Alles gut. Super. Oh, gut. So. No problemo. Nima problema. Eingerostet. Mann, ist die eingerostet. Zeit, dass sie getauscht wird. Wow! Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Ey? Kam da ein Staub raus. Ich gucke mal aus. Boah, ist das jetzt nicht. Pass auf, hier gegen die Linse direkt. Naja, fast gegen die Linse, alle daneben. Ja, ist ja furchtbar. Wie sieht das denn aus? Steuersatz in Bau. Ich liebe es. Die Schale und die Schale. Mensch, Geschenke vom Nachbarn. Hier, ne? Haben mir geschenkt. Kettenblatt, da mal neu, 52er. Schön. Und, wie heißen die Dinger hier? Kettenschutzring. Oder so Kettenführung. Auch noch zweimal. Hier? Camp 4 Pro, schreibt mal wieder. Wahnsinn. Tja, bin ich gespannt, ob es funktioniert. Das werden wir dann gleich sehen. Dann hole ich die GoPro 4 wieder, aktiviere ich und ich bin glücklich. Da kannst du auch reingucken. Er schaut mal. Rodin. Originale, nennt man eine Radierung? Ah, das sieht gut aus. Ne? Ja, genau, das ist genau das, was ich vorher hatte. Das habe ich nur gerade. Verloren. Ja, das ist jetzt neu. Das wollte ich erstmal halten. So. Ja. Was kriegst du denn dafür? 3 Euro. Die hat's aber verloren anscheinend. Ne? Mhm. Die werden nie benutzt. Aber. Meeresgrüße. Perfekt. Schön. Na dann, erledigt. Danke. Sehr schön. Ciao. Ciao.
Mir ging es nur um das tatsächlich. Handzeichnung von Rodin. Aha, heißt Rodin. Auguste Rodin. Auguste. Einer der, ja, ist Franzose natürlich. Einer der bekanntesten Skulpture. Als ich noch der Waldbauernbub war, das ist mal ein schöner Titel. Tja, Mensch Dennis, wenn du so ein gutes Auge für die Situation hast, dann machst du jetzt den Kameramann. Oh, ich glaube, so schlecht wäre ich da gar nicht. Hm? Ich glaube, so schlecht wäre ich da gar nicht. Moment mal, er hat da schon Verantwortung übernommen in seinem Alter. Schon lange, schon für andere. Ja, das habe ich heute nicht rausgestellt, weil es heute so regnerisch aussah. Ja, siehst du jetzt? Regnet es auch so, ja? Oder wolltest du da hinstellen? Nee, warte. Nee, mal gucken, ob sie heute vorbeikommen. Frisch geduscht. Oh yeah. Ja. Und dann steht sie da unter der Laterne. Mit steifen Nippeln im Gesicht. Ach du dicke Ei! Ja, weg! Genau. Ah! Jede Ruhe, das ist eine Schieberpfanne. Ich habe gedacht, das ist eine kleine Suppe. Ah. Lachs, Lachs. In jedem Tiefkühlregal. Wo kann man in Deutschland Fische sehen? Im Tiefkühlregal. Ja, hier ist noch. Achtung, ich soll erstmal was abessen, damit das passt. Oh, ja. Nicht so sehr los, dann wird der Motor angebrochen. Ja. So wie der Anlasser, der immer jault. Ja. Mensch, Wolfgang, zünde doch mal. Ja. Oho, hä? Eine Mu, eine Mäh, eine Tetra, Tetä. Das ist noch groß. Ich weiß nicht. Was los? Ja. Oh. Kommt öfter mal vorbei? Ja. Kann man nicht dafür. Guck, der verläuft sich. Weiß auch nicht genau, wo ich bin. Nee, ist die ganze Familie ist hier auf der Straße unterwegs. Kann nicht wahr sein, ey. Thorsten kurft und kurft und kurft. Voll der Junkie, ey. Thorsten sollte mal eine Frau werden. Wie heißt denn das denn? Thorsten als Frauenname, gibt's sowas? Thorsteline. Tortella? Tortella. Tortelloni? Ne, gibt's ja auch nicht, wa? Ja, was machst du hier? Ist nicht mein Problem. Deine Bestellung ist nicht mein Problem. Hat nichts mit zu tun. Ja, helfen, die ganze Zeit immer helfen. Ich kann nichts dafür, dass deine Frau da wartet bei Penny. Sag an, ne? Ja, liebe Leute, jetzt wollte gerade jemand vorm Laden mir meine Bestuhlung klauen. Schaut euch das mal an, das ist unglaublich, ey. Wie kann denn sowas sein? Kommt vor ein Ladengeschäft, wo Antiquitäten, Kunst und Fahrräder verkauft werden. Und da stehen ein paar Sachen draußen und dann nimmt sich einer einfach was weg. Wo sind wir denn hier, ey? Was soll denn das? Kreuzberg der Köln? Ja, aber das macht man doch nicht. Da fragt man doch nach. Ist das wenigstens Nachfragen? Ist das hier zum Verschenken oder was? Ich meine, das finde ich schon frech, die Frage vom Ladengeschäft. Wo jeder ein paar Sachen draußen stehen hat, ich ja auch. Aber einfach losverlaufen mit dem Stuhl. Nee, geht ja nicht. Und dann so, ja, Entschuldigung. Lass mal bleiben. Ja,
sieht ganz nett aus jetzt, ehrlich gesagt. Aber zuerst muss ich mich nochmal bei Dennis bedanken. Mensch, das ist ja echt eine tolle Sache. Bringt mir einfach zwei Stück Kuchen mit. Das finde ich echt toll von dir. Du bist ein echt guter Freund. Aber so, das ist so, diese Kleinigkeiten. Das liebe ich. Und du weißt, ich liebe es. Fantastisch. Ich freue mich. Auf dich. Ja? Hättest natürlich auch was abhaben können. Also, hab jetzt nicht mit Absicht so lange gewartet, bis du weg bist. Um den allein zu essen. Lecker. Das war's für heute, würde ich mal sagen. Wenn da was Aufregendes passiert, schalte ich nochmal ein. Aber vielleicht kommt ja bestimmt auch der Jan und wird das wieder mitnehmen zum Schneiden. Ja, sagt mal, wie es euch gefällt, wenn er das schneidet. Ne, er schneidet das ja erfrischend anders, weil er sieht es ja quasi neu. Er erlebt den Tag ja nicht mit. Ich erlebe den Tag ja mit und schneidet viel Sinnloses vielleicht auch mit rein. Müsst ihr mal so sagen. Was euch besser gefällt eventuell. Oder was. Ja, seid nicht so hart. Also mit mir könnt ihr hart sein, aber mit ihm halt nicht. Ja, weil wie gesagt, das ist natürlich eine ganz andere Sicht. Auf die Dinge. Und muss nach Hause. Muss mich ausruhen. Muss Bestellung machen. @ctera.pp. Also, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuguckt. Schön, dass ihr auch das mögt, was hier angeboten wird. Ja. Das merke ich ja dann doch. Wenn es ein paar mehr Leute wären, ist doch wunderschön. Ich freue mich. Ja, es interessiert eben doch die Leute. Also, bis dann. Ciao.